Das erste Tor in der Walascha entsteht dank der freundlichen Mithilfe von Lausannes Verteidiger Larry Lega. Bestoni luchst ihm die Scheibe ab, Giroud mit der Führung in der 12. Minute. Das zweite Drittel ist erst ein paar Minuten alt, da tankt sich Wolski ins Ambri-Drittel und dann geht schnell Hyttinen, Pesonen, der Ausgleich nach 24 Minuten. Kurz vor Ende des zweiten Drittels geht Ambri erneut in Führung. Topscorer Bestoni mit viel Übersicht, Monet mit dem 2:1. Ambri bleibt auch im dritten Drittel spielbestimmend. In der 47. Minute erzielt Duka das 3:1. Und nur eine Minute später machen die Tessiner alles klar. Lotak erzielt das 4:1. Schlussresultat.